Ein Hallo an euch alle und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA Vice City Stories. Ja, in der heutigen Folge werden wir zwei PCJ600 Checkpoint Zeitrennen machen. Und das erste befindet sich hier auf der linken großen Insel, genau da, wo ich markiert habe. Und das ist hier beim Polizeirevier, wie man hier unschwer erkennen kann. Da steht die Polizeikarre davor. Und wie ihr sehen könnt, habe ich den Weg mal wieder umgestylt. Wir haben zwar in der letzten Folge das Pastell-Outfit bekommen. Das ist so ein orangener Anzug. Jedoch hatten wir das Trainingsoutfit schon länger und bisher auch noch nicht an. Deswegen habe ich das mal genommen. Außerdem dachte ich, das passt ganz gut für Challenges. Ja, das erste PCJ600-Bike steht hier. Da muss man hier reingehen. Da hinten seht ihr es schon. Und ja, dann starten wir mal das Checkpoint-Zeitrennen. Eigentlich gibt es 4 Stück insgesamt, jedoch nur auf der PS2-Version. In der PSP-Version, die ich hier spiele, gibt es lediglich 2 Stück davon. Deswegen müssen wir hier jetzt nur 2 machen. Wenn ihr die PS2-Version haben solltet, dann kann ich euch die anderen beiden leider nicht zeigen. So, wir springen mal auf das Bike. Spielplatz in der Stadt. Passiere alle Checkpoints. Versuche die Bestzeit von 1 Minute 35 zu unterbieten. Die Zeit läuft, sobald du den ersten Checkpoint passiert hast. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen, ja, ist immer ein bisschen schwierig, weil, erstmal mache ich die Markierung weg, die nervt mich nur. Das sind jetzt halt eine ganz schöne Menge an, ja, Checkpoints und man muss natürlich jetzt erst, oh, ich habe schon einen eingesammelt, den habe ich gar nicht gesehen. Okay, man sieht die gar nicht richtig, die Checkpoints, ist irgendwie ein bisschen zu hell hier, habe ich das Gefühl. Gut, das kann sehr schwer werden. Da ist auch noch einer. Okay, man sieht die gar nicht so richtig, irgendwie sind das nur so grelle Lichter. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass mein GTA maximal hell ist. Oh, da müssen wir auch irgendwie rauf. Lol, das kann schwer werden. Ich habe keine Ahnung von diesen Checkpoints. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin jetzt hier ganz blind einfach hier reingestürzt. Ich muss mal gucken, ob ich das hier so hinkriege. Eigentlich wollte ich ja wirklich in dieser Folge beide machen. Das ist auch mein Ziel. Also, das sollten wir auf jeden Fall irgendwie gebacken kriegen. Wenn wir ein paar mehr Anläufe brauchen, dann ist das so. Ich habe es halt, wie gesagt, noch nie gemacht und hier gibt es sicherlich auch irgendwie eine perfekte Route. So, jetzt sind wir zumindest schon mal bei dem hier. Der war wichtig. Da hatte ich ein bisschen Angst, dass ich den irgendwie nicht kriege. So. Wo sind noch weitere grelle Lichter? Sind hier noch irgendwo welche? Wir müssen irgendwo... Da hinten ist irgendwo auch noch einer. Oh, die Zeit läuft jetzt langsam ab. Das ist schlecht. Okay, da... Okay, wir kriegen auch keine Zeit, ne? Alter, das ist ja richtig krank. Wie schnell muss ich denn hier sein? Ich glaube, das war ja jetzt mal nix. Die Zeit läuft halt auch echt nicht irgendwie. Wir kriegen keine Bonuszeit oder so. Lol, das war jetzt mal krass. Wie schwer ist das denn bitte? Das ist ja mal echt heftig. Da hätte ich mich vielleicht mal ein bisschen vorbereiten sollen. Aber das kann man ja nicht erwarten, dass das so heftig wird hier. So, einfach nochmal starten. Sonst muss ich mir vielleicht mal eine Route im Internet anschauen, wenn ich jetzt hier nicht weiterkomme. Ich meine, es muss ja irgendwo einen optimalen Startpunkt geben. Also irgendwo muss es ja dann losgehen und keine Ahnung. Also es muss ja irgendwo richtig losgehen. Und man muss ja irgendwo einen richtig guten Startpunkt haben, wo man dann das quasi in einer Runde alles bekommen kann. Aber das sieht alles so ein bisschen schwierig aus. Muss ich ehrlich sagen. Ich fang mal hier an. Wir müssen uns auf jeden Fall echt beeilen, weil so ist das halt echt schwierig. Versuch mal diese Route hier. Wir haben halt echt nur 1 Minute 25. Das ist richtig hardcore. So, dann hier irgendwie. Hier wieder rein. So. Also diese Checkpoint-Rennen, es ist immer ein Fluch und ein Segen. Also, sie können echt schwer sein. Gerade wenn man nicht die Route jetzt so drauf hat. Also, es kann echt knifflig werden hier. Ich habe halt echt keine Ahnung, wie ich fahren soll. 9 von 26 haben wir. Und die scheinen irgendwie alle auf den Dächern zu sein. Hier ist ja auch noch einer. Gib Gas weg. Wir haben nicht ewig Zeit. Oh, shit, ey. Nur noch 40 Sekunden.
Ist halt recht richtig übel hier, ey. Da müssen wir auch, ach, da müssen wir auch rüber. Okay. Holy shit. Das wird wieder nichts. Ich glaube, da muss ich mir mal eine Route anschauen, wie man das am besten macht, weil sonst sitze ich hier noch Tage dran. Weil ich will jetzt auch nicht ewig lange für brauchen. Ich meine, ich habe so langsam so ein bisschen raus, aber... Jetzt habe ich schon 18, aber... Das ist halt echt nicht leicht. Ich will... Eigentlich will ich mir das wirklich nicht anschauen. Ich will das wirklich selber schaffen, ne? Wenn das hier so ein bisschen länger dauert, dann ist das halt so. Ich meine, wir haben ja nur zwei... Im Prinzip sind es zwei kleine Nebenmissionen. Die Versuche dauern ja jetzt auch nicht allzu lange. Nee, komm, ich stehe das jetzt so durch. Also, ich bin jetzt hier nicht... Das wäre ja ein richtiger Pussy-Move, wenn ich das jetzt machen würde. Ich habe auch schon eine ganz gute Idee, wie es diesmal besser klappen könnte. Das war ja schon gar nicht so verkehrt, dass ich das am Anfang so gemacht habe. Dass ich erstmal die jetzt... Ich versuche jetzt erstmal die auf den Dächern da zu holen. Erst fahre ich nach rechts. Dann hole ich die auf den Dächern. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht, die Idee. Jo. Ich habe halt auch nicht so viel Zeit, ne? Ich darf auch nicht so viel Zeit verplempern. So. Oh, jetzt hätte ich natürlich... Oh, ich bin komplett falsch gefahren hier. Ja, das sind alles Sekunden, die mir am Ende fehlen werden. Wow. Jetzt bin ich hier komplett... ein bisschen am Rumeiern. So, den hole ich mir auch noch. Und dann ist hier irgendwo auch noch einer. Hier unten, glaube ich. So. Und dann so. Und dann irgendwie so. Nehmen auch nochmal mit. 12. Das sieht schon mal besser aus als zuvor, aber irgendwie immer noch nicht so ganz so, wie ich es mir vorstelle. Immer noch so ein bisschen schief und kreuz und quer. Das ist alles noch nicht so ganz so flüssig. Aber es ist schon mal ein Anfang. Wenn man jetzt mal guckt. Jetzt hier hoch. Das ist schon gar nicht so schlecht. Also... ich komme der Sache schon näher. Auf jeden Fall. Aber ob ich es jetzt schaffe, wahrscheinlich nicht. Da fehlt mir noch so ein bisschen die Übung. Ja, mir fehlen ja nur noch zwei. Und wo sind die beiden jetzt? Sind die hier unten? Nee, die sind auch auf den Dächern. Die sind halt auch auf den Dächern. Ich muss jetzt erstmal kurz... mal ohne die Challenge das... Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Also ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Das kann ein bisschen dauern, aber ich finde das jetzt auch interessant, das mal langsam rauszufinden. Man muss sich damit einfach nur noch mal so ein bisschen beschäftigen. Am Anfang denkt man so, oh, 26 Checkpoints und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber im Prinzip hat das alles einen Zusammenhang hier, die ganzen Checkpoints. Ja, wenn ich hier... Ja, genau. Wobei, ich brauche das Bike gerade eigentlich gar nicht. Ich will mich hier nur mal so ein bisschen umschauen. Wir müssen halt auf das Dach. Dieses eine Dach da gerade, wo ich nicht weiß, wo ich da hinkomme. Muss ich vielleicht... Die sind bestimmt hier auf dem Dach, oder? Aber da, nee, da bin ich ja so oder so schon. Da komme ich ja so oder so schon rauf. So. Das ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Bin ich hier überhaupt jemals irgendwie? Es gibt erstmal wieder Zahltag, das ist natürlich schön. Aber bevor ich die nicht gefunden habe, weiß ich, brauche ich hier gar nicht anzufangen. Sonst versuche ich erstmal gleich die beiden da zu bekommen. Und dann weiß ich ja Bescheid. So, wir können es überspringen. Das sind, ich weiß jetzt leider auch nicht, welche das waren. Ich hätte mir die mal markieren müssen. Ich glaube, das sind diese beiden hier. Ne, weiß ich nicht. Die hier... Wie ich den krieg, weiß ich ja, aber ich glaube, das sind diese hier. Keine Ahnung. Oder waren das die? Ich habe keinen Plan gerade. Das Problem ist, wenn ich den ersten Checkpoint passiere, dann geht das schon los. Und ich würde gerne... So, die Runde ist jetzt nicht dafür da, um zu gewinnen. Also... auf jeden Fall nicht. Die ist jetzt erstmal nur dafür da, um die ganzen Checkpoints ausfindig zu machen. Die nehme ich mal weg, damit ich weiß, dass ich den schon habe.
Ach, hier vorher war auch keine Rampe da, ne? Kann das sein? Die da hinten sind das irgendwie. Ich muss gerade die mal ausfindig machen. Ich weiß es leider nicht mehr, welche das waren. Können das diese hier vielleicht irgendwo sein? Die sind, glaube ich, nur hier unten, ne? Ja, ich habe ja ein bisschen Zeit. Und dann werden mir die leider auch nicht angezeigt dann. So, mal gucken. Hm. Wenn ich jetzt wüsste, welche das sind. Die ich eben nicht gekriegt habe. Weil es bringt mir halt nichts, das jetzt nochmal zu versuchen, solange ich nicht weiß, wo die sind. Nehme ich die halt auch nochmal gerade mit. Ja, sonst bringt das halt nichts. Wo sind die beiden? Wo sind denn die beiden bloß? Welche sind das? Ich weiß es nicht. Ja, ist gleich leider schon wieder rum. Welche können das sein, die ich eben nicht gekriegt habe? Die beiden hier vielleicht? Könnte gut sein, dass es die sind, ne? Dann muss ich halt jetzt nochmal... Ich versuch's einfach nochmal. Vielleicht kriege ich es da irgendwie hin. Haha. So alt ist die Folge ja jetzt auch noch nicht. Ich muss hier gerade echt ein bisschen rumprobieren immer. Das ist echt gerade mega interessant, muss ich sagen. Ist auch nicht so frustrierend, muss ich sagen, weil die Mission, weil die Versuche halt immer so schnell rumgehen. Also es geht eigentlich voll klar. Jetzt mal wieder ein richtiger Versuch hier. Das heißt wieder Fullspeed. Keine Zeit verlieren. So, das war gut. Überhaupt keine Zeit verloren hier. So. Ja, es sieht gut aus. Nur abbremsen, jetzt ganz knapp hier runterfahren. Genau, nicht zu viel Zeit verlieren. Hier jetzt nach rechts. Ich muss gar nicht mehr richtig auf die Map gucken, weil ich einfach schon weiß, wo die sind. Jetzt sehen wir auch bei der Nacht mal wieder ein bisschen besser die ganzen Sachen hier. So. Hier durch. Jetzt nach hier. Oh, nein, es war schlecht. Aber nicht so schlimm. Geht schon. Jetzt hier hoch. Oh, das war knapp. Holy shit. Ich bin hier gerade echt am Limit. Ja, die beiden sind das. Nee, jetzt habe ich aber schon einen mehr mitgenommen. So, wo ist der letzte? Der ist da oben. Und das ist ja eigentlich das Dach des Polizeigebäudes, ne? Und es befindet sich oberhalb. Das heißt, eigentlich... 17 Sekunden sind halt echt nicht viel Zeit, ne? Gib Gas, Junge. Oh shit, das wird knapp. Nein! Das wird nix. Ich würde schon nur gerne wissen, wo der ist. Gib mir... Steig auf, ich will noch einmal wissen, wo der ist. Dann kann ich nämlich gleich gucken, wo der sich befindet. Ich markiere mir den eben mal. Dann weiß ich nämlich, dass es der ist. Da ist er. Jetzt wüsste, wo der ist. Fahr mal dahin, vielleicht hilft das ja. Ist der vielleicht hier oder so? Vielleicht hier oben auf der Platte? Vielleicht muss ich hier rauffahren. Das kann natürlich sein. Das wäre mega easy. Dann mache ich das so wie eben einfach. Dann mache ich das so wie eben einfach. Da weiß ich nicht, warum ich jetzt auf einmal 25 hatte. Dann muss ich ja vorhin an einem vielleicht vorbeigesprungen sein. Das kann sein, dass ich den deswegen nicht mehr gefunden habe. Weil ich da schon war und dachte, hä, da war ich doch schon, aber ich bin halt einfach vorbeigesprungen. Kann sein. Auf jeden Fall war der Versuch echt gut und langsam habe ich den Dreh ja auch raus. Und wenn ich am Ende dann gleich weiß, wo ich hinfahren muss, dann wird das ja auch kein Problem sein. So. Ich hoffe mal, das wird jetzt der erfolgreiche Versuch. Ich habe die Markierung gesetzt. Muss kurz mal wegfahren, weil da gerade keine PCOs... Wobei, ich hätte die einfach nochmal nehmen können, ne? Ich muss ja nur das Bike in die Gegend da stellen. Aber ich würde schon ganz gerne ein neues Bike nehmen. Weil das ist halt jetzt schon gedamaged. Nicht, dass es dann auf einmal anfängt zu brennen oder so. So. Okay, let's go. Keine Zeit verlieren. Ich habe schon mal Gas gedrückt. Ach ja, hier ist ja noch egal. Es zählt ja noch kein Zeitlimit, ne? Ja. Hier wird es jetzt entscheidend.
So, mal gucken, ob das jetzt hier ist. Oh, nur den hätte ich gebraucht. Oh mein Gott. Deswegen habe ich das nicht geschafft. Lol. Bin dicht dran, das zu schaffen. Diesmal wirklich. Seht ihr, Leute, was ich da gerade nur für einen verpasst habe? Lull. Das war krass. Nur den einen. Gibt es gerade einen Bug mit dem Sound. Das ist richtig kacke gerade. Deswegen habe ich gerade mal das Menü aufgerufen. Nervt ja sowas. Braucht man echt nicht, sowas. So. So, ich hoffe, wir sind jetzt diesmal auf der Gewinnerstraße. Oh. Ja, so nicht. Scheiße. So ein unnötiger Fehler hier. Mann, ey. Ich will es diesmal schaffen, unbedingt. Schön. Ja. Bin ein bisschen angespannt gerade. Und deswegen mache ich hier auch unnötige Fehler. Die Zeit brauche ich aber eigentlich. Wobei, gerade hatte ich ja noch genug Zeit. Und ich bin ja eigentlich nur... Ich habe mir nur den einen da jetzt nicht geholt vorhin. Das war der einzige Fehler eigentlich. 26 Sekunden. Gib Gas. Ich habe die Zeit. Ja, es muss es sein diesmal. Und das wird es sein. Ah, aus eigener Kraft geschafft. Von wegen hier, ich guck mir irgendwas an. Mission erfüllt. 1 Minute 20. Okay, Leute, ich hab's geschafft. Und jetzt machen wir den wie heißen die Missionen? Spaziergang am... Naja, auf jeden Fall machen wir die jetzt auf der rechten großen Insel. Ich glaube, die ist... Hier so. Aber da muss ich gleich selber nochmal gucken. Okay, bis gleich, Leute. Ja, da war ich ja gar nicht so verkehrt. Es befindet sich nämlich hier. Und hier hatte ich ursprünglich markiert. Es befindet sich aber hier. Und die Mission nennt sich Spielplatz am Point. Und damit ist ja dieses Einkaufszentrum gemeint. Und dann würde ich sagen, schwingen wir uns mal rauf und dann mal gucken, wie ich mich hier anstellen werde. So, 1:30 wieder Zeit. Ich habe wieder keine Ahnung, wie wir uns bewegen müssen. Wir haben wieder 10 Milliarden Markierungen hier im Weg und keine Ahnung, wo ich beginnen soll. Ich würde aber mal sagen, hier unten fangen wir an, oder? Was soll ich hier großartig machen? Also einfach mal beginnen und gucken. Oh, hier, ja, da muss ich auch mal gucken, wie ich das hier optimal löse. Was willst du denn jetzt, mein Kopf? Alter, wie kommt... Ja, das war natürlich jetzt nicht so clever. 27 diesmal. Holy shit. Einer mehr als beim letzten Mal. Gucken, vielleicht stelle ich mich hier gar nicht so schlecht an. Diesmal. Aber hier muss ich ja hoch und so noch, ne? Alter. Wo sind hier denn überall? Da muss ich hier hoch auch noch und hier und da. Und hast du nicht gesehen? Das ist ja voll krass diesmal. Wo es war es beim letzten Mal auch. Also da habe ich auch am Anfang gedacht, holy shit, was soll... Wo fange ich an? Und keine Ahnung. Lol. Lol. Was war das denn? Ich habe erst 11. Also, ja. Da ist noch, kommt noch ein bisschen was. Okay, das ist immer geil. Die sind geschenkt hier, diese. Die sind richtig einfach. Und jetzt geht's hier hoch. Okay, das sieht aber schon nach einem Streckenverlauf aus hier. Was kommt jetzt hier? Achso, nur hochfahren. Dann? Was mache ich denn jetzt hier? Hallo? Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Und, ich muss ja jetzt irgendwie hier, irgendwo muss es ja jetzt hier weitergehen. Okay. Das muss ich erstmal noch rausfinden. Wie ich da jetzt hochkomme. Vielleicht über die Brücke? Oder... Weiß ich nicht. Das sollte ich mir vielleicht gleich erstmal angucken. Also bevor ich hier irgendwas mache. Wie ich zu denen komme, weil sonst bringt mir das davor auch nichts. Das hätte ich natürlich auch schon besser hinkriegen können. Aber gut, das war jetzt auch der erste Try, also alles cool noch. Ich muss das jetzt erstmal kennenlernen hier. Hm. Ich kann ja erstmal versuchen, mir erstmal die anderen da zu schnappen. Das sind jetzt erstmal so die Kennenlernversuche. Ich fahre jetzt extra mal außen rum, damit ich da noch keinen einsammle, weil ich mir halt wirklich angucken muss, wie ich da hochkomme. Vorher brauche ich hier gar nicht erst irgendwas zu versuchen. So. Hier sind irgendwo welche. Wie komme ich da ran? Achso, die sind auch hier. Da muss ich dieses Grundstück hier irgendwie betreten. Aber das mit der Rampe interessiert mich viel mehr. Das war gerade echt, da weiß ich echt nicht, wo ich da längs muss und so. Das war, glaube ich, dieses Gebäude hier.
Wo ich halt einfach keinen Plan hatte, wie ich da hochkommen soll. So, jetzt geht's los. So, hier bin ich ja hochgefahren. Vielleicht muss ich hier rüberspringen. Ah, okay. Ich hab's raus. Man muss das als Rampe nutzen. Ich bin da ja so langsam raufgefahren, weil ich Angst hatte, was da kommt dahinter. Dann so und so. So, und dann geht's irgendwo da hinten hin. Okay, dann muss ich hier raufjumpen. Und dann hier rum. Da ist nochmal einer. Und dann kommt da hinten auch noch einer. Okay. Ein bisschen driften vielleicht. Ja, natürlich wird das nichts hier, Leute. Diesmal. Aber ich bin auf jeden Fall schon mal etwas schlauer als zuvor. Dann fährt man hier längst. Und das sollte eigentlich dann schon das Finale sein, würde ich sagen. Weil was soll ich jetzt noch großartig hier zurückfahren? Das sollte dann schon das Ende sein, würde ich sagen, oder? Man, hier sind natürlich auch noch welche. Hier und da und da und da. Aber die nehme ich ja normalerweise schon vorher mit. Und da oben. Und dann habe ich ja eigentlich auch schon alle. Also mehr ist das ja eigentlich nicht. Also das sieht auf jeden Fall einfacher aus als das zuvor, weil hier auch der Weg irgendwie viel vorgefertigter ist. Eben war das ja, keine Ahnung, auf dem Polizeigebäude war was drauf und unten war was und noch auf anderen Dächern, da musste man erstmal drauf klarkommen. Aber das sollte eigentlich machbar sein. Ich habe jetzt nur noch 5 zu holen gebraucht, hätte ich. Also, obwohl ich mich eigentlich gar nicht so mega angestrengt habe. Also, es ging mir jetzt vielmehr darum, dass erstmal die anderen Checkpoints, die schwierigen Checkpoints da irgendwie auswendig zu machen. Und trotzdem habe ich es fast geschafft. Also, okay. Wenn ich mich jetzt einigermaßen gut anstelle, sollte das klappen. Aber ist halt echt nicht easy. Muss erstmal gucken, was man hier macht. Am besten so. So ein bisschen Slalom fahren. Damit man die gleich alle mitnimmt. Okay, der kommt später. Der kommt später. So. So. Ja, dann hier. War das jetzt clever, hier hochzufahren schon? Nee, war es nicht. Wobei, ich muss es ja eh machen. Nimmst du den mit? Den mit? Ja, ich muss mich jetzt ein bisschen... Das Wichtigste ist, dass ich weiß, wie ich diese einen da bekomme. Das war jetzt das... Was mache ich hier überhaupt? Nein, da wollte ich nicht hoch. Ich habe irgendeinen Fehler gemacht jetzt. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Scheiße, Mann! Verdammt! Ja, es ist jetzt richtig kacke gelaufen. Das werde ich wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Habe ich mich irgendwie komplett verfahren gerade. Ich dachte, da oben wären noch irgendwo welche zu holen gewesen. Habe ich mich ja voll vertan, ey. Wobei, den kriege ich ja sowieso dann, ne? Dann hätte ich mir auch sparen können, den Weg. Mann, ich fahre so schlecht gerade. Das war ein richtiger Reinfall. Aber gut, ich weiß ja, woran es lag, weil ich schlecht gefahren bin. Hier ist auch keiner, ne? Das heißt, ich kann da gleich voll durchheizen. Und dann auf dem Dach landen. Brauche ich jetzt aber nicht mehr weiter zu versuchen, weil... Nee, das war ein Fail. Aber das kriegen wir hin, Leute. Das ist kein Problem. So schwer ist das nicht. So schwer ist das nicht. Das kriege ich hin. Ja, ich weiß selber, dass die Zeit um ist. Ja, ja. Ganz mal, ganz locker. Ganz, ganz locker. Kriegen das hin. Okay. Jetzt aber. Spielplatz am Point. Jetzt wird's klappen. Komm. Ja, wenn es wieder so anfängt, dann nicht. Weil das ist noch nicht so schlimm. Das sind kleine Mini-Fehler, die passieren halt. Oh, nee, ich muss hier hoch. Der eine ist egal, den kriege ich sowieso. Der da unten. Die beiden kriege ich sowieso. Fahre ich nämlich so. Und dann kriege ich die sowieso beide. Jetzt drehe ich mich nochmal um. So, kriege ich den auch. Bisschen langsamer fahren, damit wir uns nicht auf die Fresse legen. So, so. Jetzt geht's hier rein. Jetzt ein bisschen Gas geben, damit wir auf dieser Platte landen. Stopp. Okay, das war zu weit. Scheiße, Mann! Nein, wie komme ich denn jetzt da? Ist noch nicht verloren, aber... Bin ich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen diesmal. Ja, oh, mein Gott. Da brauchst du aber auch ein bisschen Glück. Ich kann das schwer einschätzen, wie viel Speed ich da geben muss. Oh, da hätte ich aufs Dings landen müssen. Wieder Fail.
Ja, ich habe mich aber auch verfahren beim ersten Mal. Normalerweise hätte ich viel mehr Zeit gehabt. Okay, jetzt müsste es doch klappen. Ich weiß ja eigentlich, was ich zu tun habe, aber die Ausführung klappt halt noch nicht so ganz. Und wenn ich da nicht so in Zeitnot geraten wäre, also wenn ich nicht den Fehler gemacht hätte, hätte ich jetzt auch nicht so eine Zeitnot gehabt und dann hätte ich mir auch mehr nachdenken können, bevor ich da jumpe. Deswegen bin ich da auch runtergefallen, weil die Zeit halt extrem knapp wurde dann und dann macht man manchmal so unüberlegte Sachen und ja. Bla bla bla, ihr kennt das. So, Bike, bist du wieder da? Okay, dann können wir ja noch ein Ründchen starten. Also eigentlich sollten wir jetzt nicht so lange brauchen wie bei der vorherigen Challenge, weil die war wirklich unübersichtlicher. Die hier ist eigentlich, geht auch voll klar eigentlich. Das geht eigentlich voll klar. Ich weiß gar nicht, warum ich mich hier gerade so bescheuert anstelle. Guck mal, wenn ich hier gleich das hier mache, spare ich mir so viel Zeit. So, jetzt nimm ihn mit hier. Jawohl, den hast du. Dann den ja auch noch. Ja, genau. Jetzt Vollgas. Jetzt nicht zu viel Speed, aber auch nicht zu wenig. Das ist jetzt halt hier der Knackpunkt der ganzen Challenge eigentlich. Oh! Holy moly! Oh, war das knapp. Meine Fresse. So, hier jetzt nochmal. Ja. Hier geht's weiter. Dann kommt jetzt hier der Checkpoint. Genau. Jetzt müssen wir hier auf dem Grundstück landen. Das klappt auch ganz gut. Checkpoint eingesammelt. Nach rechts fahren. Den mitnehmen. Wir haben noch 35 Sekunden. Eigentlich sieht's gut aus. Ja, das muss es sein. Diesmal haben wir's. Wurde aber auch mal Zeit. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt auch und... Nee, doch, doch. Auf jeden Fall. Okay, Leute. Damit haben wir die Challenge geschafft. 1 Minute und 8 Sekunden. Es kann so einfach sein, wenn es einfach mal so klappt, wie man es will. Also die Challenge war wirklich einfacher als die vorherige. Der Knackpunkt war halt dieser Jump, dass man weiß, okay, man darf nicht zu viel Gas geben, auch nicht zu wenig. Dann muss man ganz oben auf dem Dach landen und dann kann man weiterfahren. Das Schwierigste an diesen Challenges ist halt der Anfang. Man muss halt wissen, wo fange ich an? Wo beginne ich? Welchen Checkpoint sammle ich als erstes ein? Man muss sich halt irgendwie so eine Runde zurechtreimen. Also man muss das Streckenmuster erkennen, also die Runde erkennen, die man fahren muss. Dann ist es eigentlich ganz einfach. Bei der ersten Challenge-Spielplatz in der Stadt oder so hieß das, ne? Da war es ein bisschen schwieriger, die Runde zu finden. Hier war es einfacher. Ja, würde sagen, wir haben die PCJ600 Checkpoint-Zeitrennen erfolgreich geschafft und... würde sagen, das war's mit dieser Folge für heute. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann würde es mich wie immer freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Und bis dahin sag ich mal ciao. Bis zum nächsten Mal.